Verschneite Hochebene mal wieder. Yay! Das hat man schon lange nicht mehr, oder? So, ab nächstes Spiel spiele ich dann auch random. Dann können wir richtig loslegen. Oh nö. An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Am 13.12. 19 Uhr. Folge 250 live. Ah, ich dachte schon, ich dachte schon der große Boxkampf. Bin mal gespannt, ob Zarok auch live streamen wird dabei. Machen wir Dual-Stream? Wer soll denn das gucken? Wir brauchen mehr. Hallo, es gibt doch Leute mit mehreren Bildschirmen, ja? Ja, da würde ich natürlich alleine nicht angucken. Wenn man sich da beschwert, ich muss die ganze Zeit hin und her gucken. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit meinem dritten Bildschirm. Ich denke, ich werde den wieder abbauen. Der nimmt hier nur Platz weg und verbraucht Strom. Ich habe jetzt den wieder komplett frei da links. Da rechts. Da links vor allem. Guck mal, bei euch ist es sogar quasi links. Ja. Aber da bin ich gespiegelt, ne? Das ist meine linke Hand. Doch, das ist nicht gespiegelt. Das hat sich ja geändert. Okay. Das ist mal gute Scheibe. Ja. Dual Stream, oder wie der Drachenblut sagen würde, you cannot my stream in your stream. Ja. Zitat für die, für Äonen an Menschen wird dieses Zitat sehr wichtig. Das gerade eben auch. Wunderschön. Weil so. Ich frage mich ja immer noch, wie die Leute das früher geschafft haben, bei der Kälte im Ratten in Arbeit zu fahren. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr minus Mineralien. 3000 Grad? Uns fehlen Mineralien. Was hat sich daran jetzt geändert? Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ja, für ein Auto. Da kommt eine Probe. Ja, aber ich glaube nicht, dass viele früher, bevor das Auto erfunden wurde, ständig mit dem Rad zur Arbeit gefahren sind. Mein Vater schon. So. Impuls. Das hat nicht einen Diamant. Hab ich richtig verstanden? Du hast Puls? Nein, der heißt Impuls. Ich habe Puls. Auch schön, wenn man Puls hat. Wenn wir gleich versuchen, frühzeitig mit unseren Einheiten, falls wir denn welche haben, die Rocks hinten rauszunehmen. Hinten? Das ist hier. Ja, in der Gold. Ich würde vielleicht ganz gerne frühzeitig auf meine dritte gehen. Wie und warum genau? Da bin ich überfragt. Mit allen vier Linken. Wie und warum genau? Da bin ich überfragt. Ich werde einen Overlord verlieren an dieser Stelle, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja, nicht genug von diesen Overlords. Da kommt er schon wieder. Oh, man kann sich, glaube ich, hier fast verstecken. Reicht das? Ha! Mach die Probe erstmal mal Slash tanzen. Mach die Probe mal kaputt. Erstmal BM hier. Nein, ich mach keine Probe kaputt. Ich möchte die Rocks rausnehmen, habe ich dir doch angekündigt. Das geht nicht, Boss. Ha! Ich habe den perfekten Spot erwischt, Leute. Nein! Oh. Ja, sieht da aus, ne? Ich werde jetzt nicht noch antworten. Ich muss mich lieber auf Marco konzentrieren. Vorne sind zwei Dinge. Wo stehst du eigentlich mit deiner Einheit rum? Dafür wolltest du mir helfen. Ja, jetzt bist du mir gegen den Verbündeten unter Beschuss. Ich nehme die Rocks raus. Du wolltest mir ja nicht helfen. Uns fehlt Energie. Ja, passt schon. Dafür reicht die Energie nicht. Sieh's! Du stehst immer noch mit einem Adepten da blöd rum im Oracle, ne? Ja, ich weiß. Warum ziehst du denn deinen Worker nicht weg? Zum Beispiel in meine Queen rein. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ach, du dachtest, du hättest einen Oracle. Du hast deine ganze Eco verloren, das ist dir hoffentlich klar, ne? Ja, der auch. Ja, trotzdem, war halt unnötig. Dafür brauchen wir mehr Overlords. Jetzt bau wenigstens Worker nach, Zalrock. Warum machst du da nichts? Ja. Alles wieder Ruhe, Herr Briggs. Alles muss nichts. Du hast gerade 18 Worker verloren. Ja und? Der auch. Unsere Truppen werden. Ja, aber der hat wieder welche nachgebaut.
Deine zwei Orkenschirmer, ja. Liegen voll über die Stalker? Ich würde eigentlich nur gucken, ob ich irgendwas finde. Double Oracle. Jetzt hat er einen Phoenix. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Deine Truppen werden angegriffen. Da hat einer F2 gedrückt. Vorne, push. Die Basis unserer Verbündeten. Jörg, hast du eigentlich irgendwas? Ja. Warum nutzt du es denn nicht? Aber wir sehen, er ist einfach scheiße. Das sind Linge, das ist nicht er. Ja, bleib stehen mit deinen Stalkern, ist okay. Mach ich. Uns fehlt Energie. Einer in den Kommentaren hat auch die Theorie aufgestellt, dass ich nur zufrieden bin, wenn ich Leute an ihren StarCraft-Skills kritisieren kann. Ja, ich würde behaupten, er hat recht. Absolut. Da muss man nur den Giormund fragen. Ich werde ihn jetzt immer so nennen, ja? Hier steht übrigens eine Probe rum. Kritisier. Und nein, ich meine nicht deinen Drone-Transfer. Die macht doch dann nur kurz Pause. Mein Gott, du bist ich habe jetzt sogar Mineralien in der Hand. Das geht gar nicht. Bin ich meinen Overlord durchgekommen? Nee, schade. Ich hab gehofft, dass ich ihn so retten kann. Dafür brauchen wir mehr Gas. Uns fehlt Energie. Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Irgendwie so wenig Gas. Ich habe hier noch die Gas gesehen, weil es genommen, ne? Da sind schon wieder die Oracles. Wo denn? Ja, da ungefähr, wo du mit deinem Phoenix unterwegs warst. Ich sehne mich nach dem Kali. Jetzt bist du zu weit geflogen. Nichts mehr zu holen. Nimmst du auch mal eine dritte irgendwie? Ach, ich hab vorhin ja, so früh die dritte genommen, dann passt schon. Dafür brauchen wir mehr Overlords. Ich hab so wenig Gas aus irgendeinem Grund. Die Evolution ist abgeschlossen. Unsere Verbündeten sind nicht genug von diesen Overlords. Wir haben ziemlich viele Stalker beim Gichnas. Beim Gichnas? Ja, in der Tat. Bleib mal mit den Stalkern bitte hier so. Mit den Stalkern sag ich schon, mit den mit den Fliegedingern. Ah, Phoenixes. Schon kennen wir uns, warum bin ich in Supply Block? Weil du keinen Piling gebaut hast. Da steht auf jeden Fall irgendwas. Eine Probe steht in unserer Base. Okay, dann muss mit den Stalkern drauf gehen. Nee. Und die Fliegedinger kommen hier gleich hin. Also vom Gegner. Da auf jeden Fall war irgendwas dafür zu sehen. Wir mehr vielleicht Gas. Ist der auch noch an deiner dritten gerade gelandet. Gelandet? Ich weiß nicht, was ich hier von mir gebe. Kann Nergo einen Satz formulieren. Oder nicht. Die sind nicht die Druiden, die du suchst, ne? Ich suche niemals Druiden. Dann solltest du einen Schwachsinn machen. Meine, weil der cool ist. Der Mineraliencluster. Sollen wir gleich mal irgendwas machen? Vielleicht? Ja, ich habe halt bisher nur ein bisschen Phoenix. Ein bisschen, hast du noch keine Transition auf Carriers gemacht? Doch, die schaffe ich. Ja, auf dem Weg. Was sind wir denn hier? Eine Augsburger Puppenkiste? Ich weiß nicht, was damit zu tun haben soll. Ich habe keine Ahnung, warum Augsburger Puppenkiste. Aber ich das auch ist nicht. Bestimmt das gut. Du musst mal ein bisschen mehr wissen, was der Gegner so macht. Und du musst den Großteil deiner Armee hier hinbringen, weil da ist gerade ein Push. Wir brauchen mehr Overlords dafür. 2-1 auf Ground, oder? Kann aber ganz gut hier. Oh, wo bist du, Zarok? Wurde gesandwiched. Aber nein, der Zarok hilft mir nicht. Er bleibt wieder nur stehen. Aber dann hätten wir da deutlich mehr rausholen können. Mich irritiert, dass es deine Phoenixes rot leuchten. Ich denke dann, das sind Gegner. Du musstest dich um die Lurker kümmern, wenn du da was machst. Pick doch die Lurker hoch mit deinen Phoenixes. Mutation abgeschlossen. Ja, finishen musst du jetzt auch, weil ich habe nichts mehr, was in die Luft schießt. Vielleicht haben wir keine Detection mehr, das ist ein bisschen unschön. Nicht genug von diesen Overlords. Ja, push weiter, push weiter.
Lass hier eine Base rausnehmen. Ne, die kommen wieder. Ne, die gehen wieder. Ein Mineraliencluster ist erschaffen. Warum bin ich so schlecht? Wir brauchen mehr Overlords dafür. Warum? Ich bin auch richtig schlecht hier gerade. Ich muss additional pylons constructen. Nochmal hoch. Was für Enforcements? Dafür brauchen wir mehr. Unsere ich Verbündeten nicht. Werden angegriffen. Nicht genug von diesen Overlords. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mein Gott, ist ja nicht das Supply-Block gewollt. Ich hab auch 8 Stunden lang gewartet, bis endlich die Overlords da waren. Haben wir in unserem Main? Ich hab irgendwas einklappen gehört. Hast du einen Warp jetzt mal irgendwo? Nee. Irgendwas hat sich gerade bewegt, glaube ich. So, er bewegt sich gerade die Ramp runter. Ich morph mal ein paar Ravager. Wir haben kein Gas mehr. Ich kann. Okay, jetzt kann ich es nicht mehr, weil ich kein Gas mehr habe. Aber wie kann man so schlecht sein, ey? Hallo, ich habe immerhin 66 Worker. Ha! Jetzt habe ich 2 verloren, weil ich Gaskassiere gebaut habe. Aber egal. Sie kommen. Oder auch nicht. Sie wissen nicht, ob sie kommen wollen. Jetzt wollen sie kommen. Kolosse sind dabei. Da brauchst du mal deine Phoenixes. Fighten, Zarok. Du fightest nicht. Du fightest nicht. Warum fightest du nicht? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Mach Fokus auf die Kolosse. Bei den Mineralien ja, aber die Stalker haben gerade nicht angegriffen. Jetzt habe ich, glaube ich, meine eigene Roach getötet. Dafür brauchen wir mehr Gas. Das ist eigentlich eine Scheißpose. Wir sollten hier nicht kämpfen. Ja, das stimmt. Deshalb machen wir weiter. Oh, ja, da ist auch noch ein Lurker drin. Okay, wir müssen zurück. Okay. Wir haben kein Gas mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du auch ein bisschen an Reinforcements es mangeln lässt. Ja, habe ich auch. Warum? Hast du Geld über? Hast du voll Gas über? Gib mir Gas. Gas habe ich nie. Nicht die Hydra, nicht die Stalker in den Tod schicken. Och, Zalrog. Ja, die machen das wieder von ganz alleine. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Was macht ihr denn da? Unsere Basis wird in die Einheiten sind dumm. In die Mangel genommen. Also wenn du vor allem Gas über hast, gerne zu mir. Und wie du weißt, ist Carrier ein bisschen Gas. Ja, wo bleiben denn die Carrier? Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Ich darf hier meine Basis eigentlich nicht verlieren. Und das passiert gerade, weil du wieder irgendwie gar nicht dabei bist. Dann muss ich wieder komm, komplett alleine fighten, weil Starrock mit seinen Stalkern irgendwie in seine Main gerannt ist. Ja. Komm, Michael Schumacher, Carrier. Wir brauchen mehr Overlords dafür. Wie hast du nur einen Carrier? Die anderen kommen. Die sind aber ein bisschen langsam, oder? Diese Kolosse. Ja, da wäre vielleicht gut, wenn man so ein bisschen eher hätte, die dann drauf schießen kann. Siehst doch! Das war's mit dem ersten Carrier. Den zweiten kommen hinterher. Weil wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen. Und so weiter und so fort. Warum hast du eigentlich, wenn du Gasmangel hast, Sarah? Kannst du mir dann erklären, warum du dein Gas nicht genommen hast an der Rücken? Ich habe keinen Gasmangel, ich habe genau richtig Gas. Ja, nimm es trotzdem, dann kannst du mir was abgeben. Oh. Opportunist. Ist auch ein bisschen fürs Teamdenken hier. Fürs Teamdenken war bisher immer ein Fehler. Nicht genug von wo hast du eigentlich deinen letzten Pylon? Du kannst ja nichts warpen. Für Mars Air, ich muss. Naja, Mars Air. Doch, weil Mars Air ist halt nicht da bei dir. Du hast 2 Carrier. Wie viel Supply hast du? 100? 90! Ich bin gemaxed. Du bist Zerg. Ja, und? Wenig ja und? Hast du echt Ressourcen über? Ja! Dann warp doch wenigstens ein bisschen was. Warp doch Stalker dann. Dafür reicht die Energie nicht. Könnte ich natürlich machen. Besser irgendwas haben als Mineralien auf der hohen Kante. Das bringt nämlich gar nichts. So. Ich baue mir allerdings gerade eine Bank auf. Aber ich bin ja, auch ja, quasi. Ich bin gemaxed, ja. Ich darf das. Hast du Upgrades? Also eher Upgrades? Ja, eins. Kolumbus nutzen auf die Carrier. Mach ich doch. Neidest in meiner Main, Neidest in der Main, Neidest in der Main. Bleib du mal vorne. Boah, du hast nichts zum vorne bleiben, ne? Ja, ich hab mittlerweile 7 Carrier. Gehst du das hin? Ja, Neidest ist schon tot. Das ist schön. Wenn man die Upgrades kriegt, wäre schade, aber nicht so schlimm tatsächlich. Hast du noch Phoenix? Phoenix habe ich keinen mehr, ne?
Oder irgendwas, was schnell fliegt? Nee. Wir ich leider auch. Hier hinkommen. Hier ist Neides übrigens. Schick da mal bitte eine Ehreinheit hin, hier unten. Da muss der Overlord abgeräumt werden. Die Brut hat eine neue so Königin. So, wie geht sieht's aus mit dem Max? Wir sind am Versorgungslimit. 136. Brauchst du irgendwas? Nö. Wie viele Stargates hast du? Nein, das ist in der Main. Deshalb solltest du da mit dem Carrier hin, der ist aber jetzt gleich erst da. Drei Stargates? Fünf brauchst du. Piu, 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 piu. Okay, ja, da verlieren ist natürlich sehr, sehr teuer. Kein Micro von Cyrock zu sehen. Carrier Micro? Ja, natürlich! Du kannst über das Cliff. Du kannst fliegen. Hydras können nicht fliegen. Jedenfalls ist das mein Wissensstand. Weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Hast du jetzt hier den Dingens abgeräumt? Ach nein, dein Dingens ist ja gestorben. Schick da doch einfach mal einen Phoenix oder so hin. Dein Stargate ist gerade nicht aktiv. Du machst nichts mit deinem Stargate. Ja, weil du bringst mich ja komplett aus dem Platz hier. Das ist nicht gut, mein größtes Team-Spiel. Heute werden wir nicht viele Folgen aufnehmen. Sarg ist heute nicht in einem guten Modus. Ich push jetzt, ja? Ja, mach das mal. Weil ich bin halt seit Stunden gemaxt und das dauert bei dir offensichtlich noch ein paar Stunden. Ja, ist ja gut. So, wir werden an dieser Stelle das Spiel verlieren. Rechnen wir das Sarg zu. Ja, ja. Was machen wir hier? Geht nicht. Wir sind am Versorgungslimit. Diese Zerr. Dritter Versuch. Aber wir sind am Versorgungslimit. Also, vergiss es. Warum kämpfen wir in der Shield Battery? Wir sind leer. Geht nicht. Recall. Ach, hier ist zu spät. Ja, Deutsch. Er hätte mir einfach geschlossen pushen müssen, nicht so ja, du hättest ja nichts zum geschlossen pushen. Ich saß da mit 10.000 Mineralien und kann nichts machen. Was weil du immer noch 3 Stargates hast. Aber wir haben gesehen, Mass Erde machen wir nicht mehr. Doch, vielleicht einfach nur mal 5 Stargates bauen. Und nicht nur 3. Nein, das ist übrigens in meiner Main. Wenn du Reinforcements hast, bitte in meine Main schicken. Deine Truppen werden angegriffen. Also, in meine Main, ne? So, Main heißt das. Kann letztendlich mal dieser Disruptor getötet werden, danke schön. Hast du was in meiner Main? Ja. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Doch. Nö. Jetzt nicht mehr, weil da kommt. Ja, ohne Support machst du nichts. Ja, ich hab voll die Armee geklärt, vielleicht. Das kann doch nicht überall sein. Bin ich out of gas. Cluster gibt es nichts mehr zu holen. Die Basis unserer da, hast Gas, bau was. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Ich kann auch keine Echse mehr nehmen, weil... Ach, da unten habe ich keine. Was brauchst du denn? Alles. Wenn ich irgendwann eine gemaxte Armee von dir zu sehen bekomme, gebe ich dir alles, was ich habe. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Recall doch deine Probes bitte zu dem Nexus. Wo sind denn meine Probes überhaupt? Weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, Zarg hat heute wieder einen riesigen Schritt zurückgemacht in diesem Spiel. Ja, das ist, weil ich so eine Scheiße wie Mars ärgere. Wir sind am Versorgungslimit. Also, vergiss es. Wo ist denn deines? Ich hab keine Ahnung. Hast du noch irgendwas? Warum lässt du deine Carry eigentlich mitten in der Main? Das ist sowas von unnötig. Ich glaube, ich weiß, wo der Neides ist. Nee, weiß ich nicht. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu unserer Truppen. Natürlich recall Zarok auch nicht seine Probes. Warum auch? Im Schwarmcluster ist eine neue Königin. Ja, Nervio ist halt wieder im Mecha-Modus. Halt ja, Neides an der Base, recall da deine Tempest hin. Wie funktioniert das? Jetzt weiß er wieder nicht mehr, wie es geht. Ja, ich habe auch keine Energie. Ja, 4 Sekunden, dann hättest du Energie gehabt. Dann lass pushen jetzt. Lass doch irgendwas machen. Dritter Versuch.
aber wir sind am Versorgungslimit. Also, vergiss es. Hast du echt nur 4 Carrier Cyberbot? Ohne Upgrades? Einser Defense Upgrade hat er auch noch erforscht. Natürlich. Warum? Erst alle Attack Upgrades. Wenn schon, denn schon. Kommst du jetzt? Ja. Auch heute noch? Ja. Flieg nach vorne. Hab ich echt das Gefühl, du spielst heute echt schlecht. Das muss ich mir so deutlich sagen. Habe ich dich letztes Spiel noch gelobt. Wir sind am Versorgungslimit. Carrier auch mit in den Fight ziehen, bitte. Und den Fight können wir sogar mit hier, was er noch so knapp gewinnen. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geysir erschöpft. Brauchst du nach? Ja. Hast du das los, Mirich? Nee. Mineralien schon. Ja, ich nehme alles. Wir brauchen mehr. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kämpfen meine Carrier eigentlich noch? Weiß ich nicht. Die kämpfen auf jeden Fall gegen unwichtige Sachen. Wir sollten gleich die Ramp hoch. Flieg du mal hoch. Wir haben das Spiel echt noch gewonnen. Das ist so unverdient. Hast du was anderes? Aber ich muss echt sagen, ich spiele ja auch häufig schlecht, ja. Aber in diesem Spiel würde ich das doch eher dir zuschieben. Nee, weißt du, du bist einfach. Nergorix, wenn er niemanden verbessern kann, dann ist er nicht glücklich. Siehst du, das ist ein Game, wo wir natürlich verdient in die Diamantliga aufsteigen nach so einem Grotzspiel. Und Grotz ist ein Wort, ja. Das habe ich nicht gerade erfunden. Zauruk da mit 86 RPM. Also, Zauruk, wir gehen das nochmal durch. Bau bitte 5 Stargates, ja? Dritte Base war auch ziemlich spät, muss man auch sagen. Vor allem, wenn man auf Kea gehen will. Wie viele Fliegedinger hast du vorher gebaut? 7 oder 8. Das ist okay, das war gut. Und direkt danach hättest du die ersten Carrier im Bau haben müssen eigentlich. Du hattest deutlich mehr Arbeiter zum Beispiel als die anderen da. Ich habe auch einiges an Arbeitern verloren. Aber es liegt auch daran, dass ich 78 Gebäude gebaut habe. Ich hatte Doppelspire jetzt hinterher. Das Beste, was du machen kannst, ist Doppelhive. Nee. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Obwohl wir gewonnen haben. Sag, mach das nächste Spiel einfach nochmal. Ich glaube, du musst jetzt einfach mal eine Trainingssession mit Mars Air einwerfen. Ach, warum denn? Damit du da ein bisschen besser wirst. Ich bin kein Freund von Mars Air. Ja, aber das macht ja nichts. Ich bin auch kein Freund von Terraner und spiel's trotzdem regelmäßig. Ah ja, ich wollte hier random spielen. Oh nein. Okay, mit dieser Hiobs-Botschaft. Endlich sind wir in Diamant angekommen, dann kannst du auch random spielen. Ja. Kann ich sagen, das war's für heute. Wir können ja nicht mehr absteigen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken, unten rechts ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.